Die Wendeltreppe. Hörspiel von Regina Arem. Nach dem Roman von Ethel Lena White. Ein ferner Donnerschlag reißt das Mädchen aus ihren Gedanken. Sie sieht sich um und merkt, dass es bereits zu dämmern beginnt. In der Ferne sieht sie zwar das Haus des Professors auf dem Hügel thronen, aber dazwischen liegt noch eine Strecke dichtes Unterholz, das sie durchqueren muss. Sie hat das Gefühl, dass ihr jemand folgt. Im Halbdämmer des Waldes kann sie niemanden erkennen. Und trotzdem, irgendetwas stimmt nicht. Ihr fällt ein, was ihr die Haushälterin über die Morde erzählt hat, die sich in letzter Zeit hier in der Gegend ereignet haben. Sie hört erst auf zu rennen, als sie die Allee erreicht hat, die direkt auf das Haupttor zuführt. Im Salon gehen gerade die Lichter an, ein Bild, das sie mit Zuversicht erfüllt. Doch da fällt ihr Blick auf den letzten Baum in der Allee. Irgendetwas an seiner Form, eine unbestimmte Ausbuchtung des Stammes, wirkt so alarmierend auf sie, dass sie auf keinen Fall an diesem Baum vorbeigehen will. Sie biegt zur Seite ab, geht ein Stück an der Gartenmauer entlang und erreicht durch eine kleine Seitenpforte das Grundstück. Als sie hinüber zur Allee blickt, sieht sie gerade noch, wie sich der Stamm des Baumes ganz vorne auf einmal spaltet und ein Mann in den Schatten des Unterholzes verschwindet. Sie sind spät dran, Helen. Das tut mir leid, Lady Louise. Die Haushälterin hat mir bis 5 Uhr freigegeben. Es ist mein erster freier Nachmittag, seitdem ich hier bin. Das habe ich nicht gemeint, Helen. Ich werfe Ihnen keine Pflichtvergessenheit vor. Sie sollten nur um diese Zeit nicht mehr unterwegs sein. Sie haben doch sicherlich gehört, was in der letzten Zeit hier in der Gegend passiert ist. Oh ja, natürlich. Das ist, was ich meine. Schließlich bin ich für Ihr Wohlergehen verantwortlich. Ach, Helen? Ja, Lady Louise. Die neue Pflegerin ist immer noch nicht hier. Der Regen macht die Straßen schwer passierbar für den Wagen, der sie uns bringt. Könnten Sie mich vielleicht für eine Weile bei Lady Warren oben im blauen Zimmer ablösen? Natürlich, Lady Louise. Meine Mutter schläft und alles, was Sie tun müssen, ist ruhig bei ihr zu sitzen. Wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, zögern Sie nicht, sofort zu mir zu kommen. Ja. Wer sind Sie? Ich bin Helen, das neue Hausmädchen. Oh, geh weg. Es tut mir leid, aber Ihre Tochter bat mich, eine Weile nach Ihnen zu sehen. Das meine ich nicht. Verlass dieses Haus so schnell wie möglich. Aber zu viele Bäume. Bäume? Wenn es dunkel ist, bewegen sie sich. Ich habe das gesehen. Sie kriechen zum Haus herauf, wollen hineinkommen. Geh fort, bevor es zu spät ist. Seltsam. Das mit den Bäumen habe ich auch gesehen. Dann ist es gut, dass du jetzt hier bist und ich dich beschützen kann. Du bleibst heute Nacht bei mir. Aber gleich kommt doch die neue Pflegerin. Die neue
Pflegerin. Mit der werde ich schon fertig. Sicher wieder so eine Schlampe wie die letzte. Ihre Tochter hat sicher eine gute Wahl getroffen. Meine Tochter ist eine Idiotin. Sie weiß nicht, was hier im Haus vor sich geht. Bäume, die ins Haus hinein wollen. Komm her, Helen. Ja. Du musst für mich was holen. Es ist oben auf dem Kleiderschrank in einem Kasten. Nimm das Treppchen, steig drauf. Hm. Hast du es? Hast du es? Ich glaube ja. Es fühlt sich klein an und hart. Richtig. Es ist in ein Tuch eingewickelt. Pack's nicht aus. Was ist es denn? Bring's her. Aber das ist doch ein... Warum legst du das auf den Tisch da drüben? Bring es her. Nein, besser nicht. Einer muss das machen. Es muss gemacht werden. Bring es mir. Es ist mein Brillenetui und ich will mein Testament schreiben. Ja, natürlich, Lady Warren. Aber leider muss ich die Anordnungen Ihrer Tochter befolgen. Sie sagte mir, ich dürfe nur ruhig bei Ihnen sitzen. Du weigerst dich, mir mein Brillenetui zu bringen. Luise, wo bist du? Hilfe, Hilfe! Ich hole Ihre Tochter. Ja, ich hole sie ja schon. Was ist denn nur, Mutter? Den Sauerstoff will in der Helen schnell. Ich glaube Sie nicht, dass ich Sie geärgert habe. Zuerst war sie sehr freundlich zu mir. Sie wollte sogar, dass ich heute die Nacht bei ihr verbringe. Ich bin sicher, dass Sie freundlich und taktvoll waren. Schick sie fort. Tut mir leid, Helen. Bitte gehen Sie, Idiotin. Schick sie fort. Aus dem Haus heute Nacht noch. Der Doktor, ich will den Doktor. Er wird gleich hier sein, Mutter. Immer kommt er so spät, das ist ein Faulpelz. Ja, das ist er. Ich werde den Arzt wechseln. Alles ist gut, Mutter. Alles ist gut. Sie können jetzt gehen, Helen. Ich komme schon alleine zurecht. Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Nun? Ihre Mutter bat mich, ihr etwas aus dem Kasten zu bringen, der oben auf dem Kleiderschrank steht. Und? Es war zwar eingewickelt, aber ich weiß, dass es ein Revolver war. Wie bitte? Und wo ist er jetzt? Da, auf dem Tisch. In das Tuch gewickelt. Was reden Sie da, Helen? Das ist ein Brillenetui. Nein, das kann nicht sein. Ich habe es genau gefühlt. Es war ein Revolver. Sie fantasieren, junge Dame. Lady Warren muss, als ich draußen war und sie geholt habe, den Revolver gegen das Brillenetui ausgetauscht haben. Helen, was reden Sie für einen Unsinn? Wissen Sie denn nicht, dass meine Mutter eine gefährliche Herzkrankheit hat und seit Monaten ans Bett gefesselt ist? Sie kann gar nicht mehr aufstehen. Es wäre ihr sicher tot. Unschlüssig steht Helen auf dem Flur. Aus dem Musikzimmer im unteren Stockwerk erklingt Orgelmusik. Sie weiß, dass der Professor, wenn er spielt, keinerlei Störung duldet. Plötzlich lässt sie ein kühler Luftzug erschaudern. Es ist ihr, als würde sie von irgendwem oder irgendetwas beobachtet. Sie dreht sich um und sieht, wie sich die Tür zur Hintertreppe leise schließt. Um ihren Mut auf die Probe zu stellen,
läuft sie hinüber und öffnet die Tür. Die Windungen der Treppe vor ihr machen den Eindruck einer Falle, die sich in die Tiefe schlängelt. Hinter jeder Biegung, hinter jeder Ecke kann irgendjemand oder irgendetwas warten, um sie anzuspringen. Dennoch geht sie tapfer die Stufen bis in den Keller hinunter. Mrs. Oates, Helen, ich habe Ihre Schritte auf der Wendeltreppe gehört. Wenn ich ehrlich bin, sie wirkt nicht sehr einladend auf mich. Für jeden möglichen Eindringling böte sie ein ideales Versteck. Ach, Sie denken an ihn. Jeder tut das im Moment. Er ist ein Verrückter. Aber was mich angeht, soll er nur kommen. Ich würde ihm einen Faustschlag verpassen. Was hat es denn mit diesen Morden auf sich? Der erste Mord passierte in der Stadt. Das Opfer war ein Dienstmädchen und hatte ihren freien Nachmittag. Ihr Dienstherr fand sie erwürgt im Garten. Ich weiß, einer der Bäume hat sie angesprochen. Wie? Der nächste Mord ereignete sich in einem Wirtshaus, etwa 10 Meilen von hier. Die junge Kellnerin war nur kurz in den Hof gegangen. Und dort fand sie einer der Gäste mit ihrem eigenen Geschirrtuch erwürgt. Das ist ja grauenhaft. Der dritte Mord schließlich passierte in einem Farmhaus nicht weit von hier. Sie war das Kindermädchen der Carringtons. Man fand sie in ihrem Zimmer vor ihrem Spiegel. Wie ist er nur hineingekommen? Wie konnte er wissen, dass sie allein war? Ach, ich sage doch, er ist ein Verrückter. Und Verrückte wissen alles. Oh, da ist Jack. Er hat die neue Pflegerin dabei, Schwester Barker. Ich muss sagen, ich bin entsetzt. Dieses Haus liegt wirklich am Ende der Welt. Ich habe noch nie ein so einsam gelegenes Haus gesehen. Und wieso werde ich hier im Wintergarten empfangen und nicht im Salon? Für ein hübsches Zimmer und ein warmes Essen wäre ich noch viel weiter gegangen. Ich wundere mich jedenfalls, dass Lady Louise nicht hier ist, um mich zu begrüßen. Wo ist sie denn? Sie sitzt oben bei ihrer Mutter, Lady Warren. Und Sie sind? Ich bin die Haushälterin, Mrs. Oates. Mein Mann hat sie hierher gebracht. Ich an ihrer Stelle hätte es nicht so eilig, da hinaufzugehen, Schwester Barker. Ich auch nicht. Trinken Sie lieber erstmal eine Tasse Tee. Danke. Sie tun ja beide gerade so, als handelt es sich um den Leibhaftigen. Ja, immerhin geht das Gerücht um, dass Lady Warren ihren Mann erschossen haben soll. Nein! Doch! Der alte Sir Robert war ein Eigenbrötler, der mit irgendeiner Erfindung viel Geld gemacht und sich damit das Haus hier in der Einöde gekauft hat, um seine Ruhe zu haben. Seine Frau, Lady Warren, konnte es nicht ausstehen. Deshalb stritten sie die ganze Zeit. Sie soll ihm gedroht haben, ihn wie Ungeziefer zu vernichten. Und dann? Ja, dann wurde Sir Robert in seinem Studierzimmer erschossen aufgefunden. Wie konnte sie sich aus der Schlinge ziehen? Sie sagte, es sei ein Unfall gewesen. Und ein geschickter Anwalt bekam sie frei. Danach ging sie für viele Jahre ins Ausland. Und als sie sich krank fühlte, kam sie ins Haus zurück zu ihrem Sohn. Der Professor? Ja, der Professor. Ach, er war ein begnadeter Organist, der Auftritte in allen großen Kirchen Englands und auf dem Kontinent hatte. Aber irgendwann gab es einen Eklat. Und seitdem trat er nie mehr öffentlich auf. Er zog sich hierhin zurück und ist schon genauso eigenbrötlerisch wie sein Vater, der alte Sir Robert. Geht nie raus, sitzt den ganzen Tag nur an seiner Orgel und spielt. Und was ist mit Frauen? Hand aufs Herz. Hab nie eine gesehen. Die einzige Frau in seinem Leben, außer seiner Mutter, Lady Warren natürlich, ist seine Schwester Lady Louise. Sie führt ihm den Haushalt. Was ist das denn? Klingt, als wäre einer der Fensterläden locker. Das sollte man nicht lieber mal nachsehen. Sie meinen wegen dem Mörder?
Ach, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Es sind genug Männer im Haus, um uns zu verteidigen. Oh, ich mache mir keine Sorgen um mich. Ich bin in Sicherheit, solange sie da ist. Wieso denn gerade ich? Es ist doch eindeutig. Die Opfer, die sich der Mörder wählt, sind alles Mädchen. Oh, das ist Lady Louise. Ich glaube, ich sollte sie jetzt nach oben bringen, Schwester Barker. Die junge Frau im roten Mantel läuft unbekümmert auf dem schmalen Pfad durch die Pflanzung. Ihr Ziel ist das Gasthaus im Dorf, wo ein junger Mann schon sehnsuchtsvoll auf sie wartet. Die Vorfreude lässt das Mädchen unvorsichtig werden, so dass sie übersieht, dass am Ende der Pflanzung, wo sie sich in einer Allee verjüngt, einer der Bäume offensichtlich keine Wurzeln hat. Als das Mädchen auf der Höhe dieses Baumes ist, verwandelt er sich in einen Mann, dessen Zweige wie Greifarme auf sie zukommen. Professor? Ich muss Sie dringend sprechen. Was ist, Schwester? Wenn die Tür des Musikzimmers geschlossen ist, will der Professor unter keinen Umständen gestört werden. Das tut mir leid, davon wusste ich nichts. Aber es geht um das Leben von Lady Warren. Was ist mit ihr? Die Sauerstoffflasche ist fast leer. Ach, als ich vor einer Stunde die Flasche in Betrieb hatte, war sie noch fast voll. Der Deckel fehlt. Eine unverzeihliche Nachlässigkeit. Wie konnte das nur passieren? Ich habe keine Ahnung, Lady Louise. Um diese Zeit, bei so einem Wetter, wird man niemanden mehr finden, der einem noch eine Sauerstoffflasche bringt. Dann muss Mr. Oates eben nochmal los, um die Flasche selbst vom Krankenhaus zu holen. Ja. Sagen Sie ihm Bescheid, dass er sich auf den Weg machen soll. Irgendetwas an der Sache gefällt mir nicht. Was meinen Sie, Mr. Oates? Sagten Sie nicht, der Deckel sei vor einer Stunde noch auf der Sauerstoffflasche gewesen? Ja, die Sache ist mir unerklärlich. Die einzigen, die sich in Lady Warrens Zimmer befanden und Zugriff auf die Flasche hatten, waren Lady Louise und die Schwester. Was wollen Sie damit sagen? Man sagt, der Verrückte müsse eine Frau bei sich haben. Sie meinen das Lockvogel? Sie ist nicht dazu da, sie nach draußen zu locken. Sie hat die Aufgabe, dem Mörder die Tür zu öffnen. Sie sind Dr. Perry? Ja, und Sie sind... Das neue Hausmädchen, Helen. Hallo, Helen. Hallo. Darf ich Ihnen aus dem Mantel helfen? Sie sind ja ganz nass. Ja, es ist wirklich ein scheußliches Wetter draußen. Die Straßen sind fast unpassierbar, aber wie Sie sehen... Sie werden auch schon sehnlichst erwartet. Wie geht es denn der alten Dame? Ich weiß nicht. Sie ist seltsam. Erzählt von Dingen aus der Vergangenheit. Und außerdem hat sie einen Revolver. Wie bitte? Sie bat mich, ihn für sie vom Schrank zu holen. Als ich danach kurz aus dem Zimmer ging und wieder zurückkam, war der Revolver verschwunden. Ich gehe hinauf. Ich komme mit Ihnen. Die neue Pflegerin ist angekommen. Es ist besser, wenn ich sie Ihnen vorstelle. Ja. Oh. Einen Moment bitte. Hallo, hier bei Professor Warren. Hier ist Williams vom Black Eagle. Ist Dr. Perry bei Ihnen? Ja, einen Moment. Für Sie, Dr. Perry. Ja? Williams, was gibt's? Können Sie sofort rüberkommen, Doktor? Was ist denn geschehen? Jenny Owen wurde hier ganz in der Nähe im Straßengraben gefunden. Oh. Allem Anschein nach ist sie ermordet worden. Hallo?
Soll ich dir noch nachschenken? Ja. Danke. Es war richtig von dir, Oates nochmal loszuschicken, um die Sauerstoffflasche zu holen. Auch wenn er Probleme wegen des Wetters kriegen kann. Das ist furchtbar draußen. Im Radio haben sie eine Unwetterwarnung für den ganzen Südwesten durchgegeben. Dennoch, wir dürfen kein Risiko eingehen. Mutters Gesundheit ist mehr als labil. Hm? Herein? Helen! Sie sind ja ganz bleich. Dr. Perry ist hier. Er möchte Ihnen eine Mitteilung machen. Ja, dann rein mit ihm. Dr. Perry, ist etwas mit Mutter? Gerade bekam ich einen Telefonanruf aus dem Black Eagle. Es ist wieder ein Mädchen ermordet worden. Um Gottes Willen. Wo ist der Mord denn passiert? In der Nähe vom Wirtshaus. Das Mädchen war dort verabredet und als sie nicht erschien, suchte man nach ihr. Und das Mädchen wurde wieder erwürgt? Erwürgt, ja. Wie alle anderen. Wir müssen uns bewusst sein, dass ein Wahnsinniger hier umgeht und immer näher kommt, Professor. Auch dieses Haus ist in Gefahr. Niemand wird dieses Haus heute Nacht verlassen und niemand wird eingelassen werden. Dafür sorge ich. Ich muss hinüber zum Black Eagle. Helen, bringen Sie mich noch zur Tür. Ich muss Ihnen etwas erzählen, Dr. Perry. Ich habe den Mörder gesehen. Wie bitte? Als ich heute Abend gegen 5 nach Hause kam, sah ich auf der Allee zum Haus einen Mann in der Pflanzung hinter einem der Bäume stehen. Ja, und dann? Ich sah ihn noch rechtzeitig, um auf einem anderen Weg zum Haus zu kommen. Gott sei Dank, Helen. Das war das Klügste, was Sie tun konnten. Wird er zurückkommen? Wird er versuchen, hier einzubrechen? Vor diesem Verrückten ist niemand sicher. Solche Verrückte sind zwischen ihren Anfällen in der Regel ganz normal. Schauen Sie mich an. Selbst mir sollten Sie nicht trauen. Sie erschrecken mich. Ja, das wollte ich auch. Weil niemand weiß, was in dem Kopf dieses Verrückten vor sich geht. Oh, Dr. Perry. Sie sind so zart, Helen. Man hat immer das Gefühl, dass man sie beschützen muss. Ich komme schon ganz gut alleine zu Ihnen. Ja, ich weiß. Ich weiß, wie tapfer Sie sind. Aber trotzdem, wenn irgendetwas sein sollte heute Nacht, dann zögern Sie nicht, mich anzurufen. Ich danke Ihnen, Dr. Perry. Sie sind ein echter Freund. Ja, ich muss jetzt los. Verriegeln Sie hinter mir die Tür und öffnen Sie sie danach für niemanden mehr. Dann wird Ihnen nichts geschehen. Ich habe sie überall gesucht. Pass auf unsere kleine Miss auf, hat Jack gesagt. Es ist ein großes Unglück, dass ihr Mann fort ist. Warum musste das ausgerechnet heute passieren? Da hatte ich die Hände im Spiel. Wie bitte? Als ich das Abendessen hochbrachte, war die Schwester gerade dabei, Lady Warren zu waschen. Das war die Gelegenheit, um den Deckel vom Sauerstoffzylinder abzuschrauben. Wie konnten Sie so etwas tun? Sie wissen doch, wie wichtig der Sauerstoff für Lady Warren ist. Jeder denkt das. Aber ich weiß, dass sie eine Simulantin ist. Ich habe sie sogar schon mal dabei beobachtet, wie sie heimlich aufgestanden und rumgelaufen ist. Aber warum, um Gottes Willen, haben Sie das getan? Um Jack loszuwerden, natürlich. Aber Mrs. Oates, warum wollten Sie denn Ihren Mann loswerden? Um in Ruhe dieses Fläschchen hier zu trinken. Jack versucht immer, mich daran zu hindern. Er sagt, ich vertrage es nicht. Recht hat er. Sie sind völlig betrunken. Doch. Hören Sie auf damit. Meinst du wirklich? Na gut, du hast recht. Hier ist die Flasche. Bringen Sie vor mir in Sicherheit. Hier oben werden Sie nicht rankommen. Der Gin hilft einem allerdings beim Nachdenken. Da sind
Dinge, die mir zuerst gar nicht aufgefallen sind. Aber jetzt werden sie mir auf einmal klar. Was für Dinge denn? Diese Schwester. Ihre Stimme. Ich glaube, sie verstellt sie. Und ihr Gang. Ist Ihnen nichts aufgefallen? Was denn? Es ist der Gang eines Mannes. Helen, Sie sehen doch, die Tür ist offen. Also, kommen Sie rein. Vielleicht kann ich ein wenig hier sitzen und Ihnen einfach nur zuhören. Nur zu? Aber warum gehen Sie nicht schlafen? Es ist schon sehr spät. Ich kann nicht. Dieser neue Mord. Sehen Sie es so. Sie hat Glück gehabt. Sie hat es hinter sich. Nein. Das Leben ist herrlich. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, bin ich glücklich, dass ich lebendig bin. Ach, das Leben wird im Allgemeinen überschätzt. Früher oder später werden wir alle tot sein. Der Tod gewinnt immer. Das ist die Antwort der Natur auf alle unsere zivilisatorischen Bestrebungen. Ich werde jedenfalls jetzt zu Bett gehen. Professor, wenn heute Nacht irgendetwas passiert, was ich nicht alleine bewältigen kann, darf ich dann bei Ihnen klopfen? Wenn es dringend ist. Aber was sollte schon geschehen? Wir haben alle Vorsichtsmaßnahmen, die nötig sind, getroffen. Gute Nacht, Helen. Gute Nacht, Professor. Dr. Perry? Oh, Helen. Es tut mir leid, dass ich Sie störe. Nein, nein, Sie stören mich nicht. Ich bin nur gerade über meinen Papieren eingeschlafen. Der Bericht für die Polizei. In den Händen der toten Jenny Owens fand sich ein Büschel Fransen von einem weißen Seidenschal. Und Sie meinen... Wenn wir den Besitzer dieses Seidenschals finden, haben wir auch den Mörder. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, doch. Es ist nur... Erst verlässt Mr. Oates das Haus und jetzt finde ich Mrs. Oates völlig betrunken im Wintergarten. Meine beiden Beschützer sind weg und ich fühle mich so allein. Wenn Sie Angst haben, komme ich zu Ihnen hinüber. Würden Sie das wirklich für mich tun? Ich will nur noch schnell den Bericht für die Polizei fertig schreiben. Dann komme ich zu Ihnen. Ich wusste, du würdest kommen. Sind Sie verletzt, Lady Warren? Ach, keine Spur, es geht mir großartig. Wie bitte? Wo ist denn die Schwester? Im Badezimmer. Ihre Wunde versorgen. Eigentlich hat mich das Geld für die Zähne ja gereut. Aber man muss zugeben, es sind wirklich sehr gute Zähne. Ich habe ihr bis auf den Knochen in den Daumen gebissen. Aber um Gottes Willen, Lady Warren. Es ist wieder ein Mord geschehen, nicht wahr? Aber Lady Warren, wie kommen Sie darauf? Ich weiß das einfach. Keinen Sinn, das zu leugnen. Jetzt kommt alles wieder hoch.
auch die anderen Morde. Die anderen Morde? Zwei Mädchen sind in diesem Haus ermordet worden. Wusstest du das nicht? Niemand hat mir davon erzählt. Nein, weil alle das vergessen wollen, nur ich nicht. Es war in der Zeit, als mein Mann, der alte Sir Robert, noch lebte. Das erste Mädchen, es war das Küchenmädchen, fand man mit durchschnittener Kehle im Keller am Ende der Wendeltreppe. Kurze Zeit später wurde ein anderes Dienstmädchen ertrunken im Brunnen gefunden. Ich habe es gesehen von meinem Fenster hier oben. Es war schon dunkel im Garten und als das Mädchen aus dem Haus kam, begann sich einer der Bäume zu bewegen, sprang das Mädchen an und warf es in den Brunnen. Erzähl mir alles über den Mord, komm schon. Die Tote heißt Jenny Owen und stammt aus dem Dorf. Ihre Leiche wurde in der Nähe der Pflanzung gefunden. Aha, also ganz hier in der Nähe. Gibt es irgendwelche Spuren? Ja, diesmal ja. In den Händen der Toten wurden Fransen eines Schals gefunden. Eines weißen Seidenschals? Ja, tatsächlich. Wie kommen Sie darauf? Er kommt näher. Immer näher. Aber ich werde dich beschützen. Als Helen Lady Warrens Schlafzimmer verlässt, bemerkt sie, dass die Tür des Professors halb offen steht und der Professor regungslos mit abgewandtem Gesicht in seinem Sessel sitzt. Irgendwie geht etwas Beunruhigendes von diesem Anblick aus. Sie schleicht leise zu ihm, um nachzusehen. Professor? Professor? Wachen Sie doch auf, um Gottes Willen. Professor! Professor! Schreien Sie denn so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Professor ist tot. Robert? Robert? Also wirklich, Helen, das nächste Mal überlegen Sie bitte vorher, was Sie tun. Sie haben mich vollkommen unnötig erschreckt. Was ist denn mit dem Professor? Er hat nur sein Schlafmittel genommen, wie jeden Abend. Vielleicht hat er nicht bedacht, dass sich die Wirkung des Mittels in seinem erschöpften Zustand verstärkt. Aber sein Puls ist völlig normal. Kommen Sie, lassen wir ihn schlafen. Nein. Was ist denn? Ich habe Angst. Angst? Wovor? Unser letzter Mann ist ausgefallen. Hier bei Professor Warren. Helen. Dr. Perry. Gerade habe ich einen Anruf bekommen. Ein Notfall drüben in Hertfordshire. Ich glaube nicht, dass ich vor dem Morgengrauen bei Ihnen sein kann. Oh, verstehe. Es tut mir leid. Wie geht's Ihnen? Ich weiß nicht. Es fühlt sich immer mehr so an, als wäre ich in einem bösen Traum. Und jetzt ist sogar der Professor ausgefallen. Er hat Schlaftabletten genommen und ist nicht ansprechbar. Helen, hören Sie. Auch wenn es Ihnen so vorkommen mag, Sie sind nicht allein. Lady Louise ist da und auch die Schwester. Aber das ist es ja gerade. Diese Schwester. Kopf hoch, Helen. Das Haus ist gut gesichert. Niemand kann dort einfach so eindringen. Ja, natürlich. Sie haben recht. Ich sollte mich nicht so wichtig nehmen. Aber Sie sind wichtig, Helen. Vielleicht sind Sie für jemanden ja sogar der wichtigste Mensch der Welt. Oh, Dr. Perry. Es wird alles gut, Helen. Sie wird uns alle ausschalten. Und dann ist der Weg frei, um dich zu töten.
Aber wir werden es hier schon zeigen. Ja, ja, das tun wir. Legen Sie sich wieder drüben in den Wintergarten auf den Divan. Ja. Mrs. Oates, ich werde uns eine Kleinigkeit zu essen machen und einen starken Kaffee kochen. Zögerlich steigt Helen die Wendeltreppe hinunter. Ihr fällt wieder ein, was Lady Warren ihr erzählt hatte, dass sich genau hier, am unteren Ende der Treppenstufen, der Mord an dem Mädchen ereignet haben muss. Mit einem Schaudern geht sie in die Küche und sammelt in aller Eile ein paar Lebensmittel zusammen. Als sie wieder oben ist, steht Schwester Barker am Telefon in der Eingangshalle. Schwester Barker, was tun Sie denn hier? Das Telefon hat geläutet. Haben Sie es denn nicht gehört? Nein, ich war in der Küche. Wer war da dran? Mr. Oates. Er hat gesagt, er wird es vor morgen früh nicht schaffen. Die Straßen sind unpassierbar. Mrs. Oates, was ist denn mit Ihnen? Ich bin so müde. Wachen Sie auf! Los, wachen Sie auf, Mrs. Oates. Sie haben es mir versprochen. Jemand hat mich erwischt. Betäubt. Mrs. Oates. Ach, sie ist bewusstlos. Warum bieten Sie ihr nicht einen Drink an? Etwas Alkohol täte ihr vielleicht gut. Hören Sie auf damit. Wie kann sie denn nur so betrunken sein? Ich habe doch die Gin-Flasche extra auf den Schrank gestellt. Dann hat sie wohl betrogen. Bald werden Sie mit mir allein sein. Lady Louise ist noch da. Vergessen Sie das nicht. Ich muss Ihnen eine dringende Mitteilung machen. Na gut, kommt herein. Was ist? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Der Knauf dreht durch. Warten Sie. Versuch es von meiner Seite. Ja. Nicht zu machen. Wir müssen warten, bis Oates zurück ist und ihn reparieren kann. Aber Lady Louise, Mr. Oates wird nicht vor morgen früh zu Hause sein. Sie können doch nicht die ganze Nacht hier eingeschlossen bleiben. Es ist kein Problem, bis morgen früh mit der Reparatur zu warten. Aber Mrs. Oates liegt völlig betrunken im Wintergarten. Das ist auch früher schon mal vorgekommen und kein Grund zur Sorge. Es wäre gut, Helen, wenn Sie mich nicht nochmal wegen einer Nichtigkeit wie dieser stören würden. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie hat sich eingeschlossen. Schwester Parker. Sie will ihre Ruhe haben. Aber... Habe ich Ihnen nicht gesagt, bald sind Sie mit mir allein. Aber... Was ist? Wollen Sie hier Wurzeln schlagen? Kommen Sie zu mir herüber und wir essen was zusammen. Wollen wir die Tür zum Schlafzimmer nicht anlehnen, falls Lady Warren nach Ihnen rufen sollte? Die ruft nicht mehr, die Hexe. Dafür habe ich gesorgt. Sie haben sie eingeschläfert. Jedenfalls bis morgen früh. Jetzt sind wirklich nur noch wir beide übrig. Das heißt, er kann jetzt jeden Moment kommen. Bislang haben wir angenommen, der Professor habe zu viel Schlafmittel genommen und die Köchin zu viel Alkohol getrunken. Aber vielleicht hat jemand Ihnen auch etwas eingegeben. Dann ist dieser jemand ja hier im Haus? Heute Nacht war alles höchst seltsam. Ist Ihnen das nicht auch aufgefallen? Es ist wie bei einem Schachspiel, bei dem alle Figuren von der Hand eines Unbekannten gezogen werden. Jetzt stehen alle Figuren so, wie der unbekannte Spieler es vorgesehen hat. Sein Spiel wird vollendet sein, wenn ich das Bewusstsein verliere. Hören Sie doch auf damit. Ich habe den Gin von Mrs. Oates in meinen Tee geschüttet. Vielleicht ist mir ja deshalb so schwindelig. Was ist das für ein Lärm? Jemand ist unten an der Tür. Gehen Sie nicht hin, es ist ein Trick. Aber ich muss,
wenn es Mr. Oates ist. Sie wissen, dass es Oates nicht sein kann. Oder? Der Mörder. Ihr nachlässiges Verhalten gefährden Sie uns alle. Schlimm genug, dass Sie überhaupt da sind und ihn auf uns lenken. Denn er ist hinter Ihnen her. Hören Sie auf mit diesem Gerede. Warum wollen Sie mir dauernd Angst einjagen? In Ihrer Unbedarftheit öffnen Sie die Mörder-Tür und Tor. Und was Ihren Dr. Perry angeht, ich an Ihrer Stelle wäre nicht so vertrauenswürdig. Der Mann, der diese Verbrechen begeht, ist außerhalb seiner Anfälle ganz normal. Es gibt nichts, was einen warnen würde. Wer weiß, vielleicht werden Sie ihm ja heute Nacht begegnen. Dabei die größte Überraschung Ihres Lebens erleben. Er ist fort. Sie hätten mich fast erstickt. Ist das der Dank dafür, dass ich Sie gerettet habe? Sie haben mich nicht gerettet. Ich weiß, dass es Dr. Perry war. Er wäre unsere Rettung gewesen. Was ist das? Lady Warren wahrscheinlich. Sehen Sie nach, ob sie aus dem Bett gefallen ist. Der Mann umrundet das Haus, klopft an der Hintertür, inspiziert jedes Kellerfenster. Vergeblich. Die Minuten vergehen, und nichts geschieht. Immer mehr beschleicht ihn das Gefühl, dass die hohen, regennassen Mauern des Hauses irgendein Geheimnis bergen. Da geht in einem der Zimmer im zweiten Stock ein Licht an. Sein Herz klopft freudig. Das musste Helens Zimmer sein. Aber dann erstarrt er. Hinter der hell erleuchteten Scheibe zeichnen sich die Umrisse eines Mannes ab. Eine Nachricht, schau an. Von diesem Dr. Perry. Hat sie also doch richtig gelegen mit ihrer Vermutung? Helen, ich konnte eine Vertretung für den Notfall in Hertha finden, deshalb bin ich jetzt hier. Unser Telefonat hat mich irgendwie beunruhigt. Lassen Sie mich um Gottes Willen ins Haus. David. David, so, so. Büro für unzustellbare Briefe. Hat da nicht gerade wieder jemand geklopft? Nicht, dass ich wüsste. Und oben alles in Ordnung? Ja, es scheint so. Das Geräusch kam jedenfalls nicht von Lady Warren. Da ist es wieder. Oh, ich fürchte, ich weiß, was das ist. Es ist der Fensterladen in der Waschküche. Er war nur provisorisch befestigt und muss sich losgemacht haben. Ich an Ihrer Stelle wieder runtergehen und nachsehen. Ich allein in den Keller? Ich gehe da jedenfalls nicht mehr runter. Ich gehe nach oben und werde schlafen. Aber eins will ich Ihnen noch sagen. Die alte Hexe führt was im Schilde. Als Helen das Schlafzimmer betritt, fällt ihr auf, dass die Schublade der Spiegelkommode weit offen steht. Offensichtlich war Lady Warren in der Zwischenzeit aufgestanden und durch Helens Kommen gestört worden. Auf Zehenspitzen geht sie zu der Kommode hinüber. Vielleicht hat Lady Warren den Revolver ja dort versteckt. Helen durchsucht die Schublade und dabei fällt ihr ein heller Stoff in die Hände. Es ist ein weißer Seidenschal. Und an der einen Kante des Schals fehlen ein paar Fransen. Wo warst du nur? Du wirst dafür bezahlt, bei mir zu sitzen. Was geht hier vor?
Warum sind Sie aufgestanden? Ich habe etwas gesucht. Und haben Sie es gefunden? Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben, Lady Warren? Komm her. Du musst dich verstecken. Er darf dich nicht sehen. Er? Wer ist er? Ich habe den weißen Seidenschal gefunden. Ich weiß. Lady Warren, wo ist der Revolver? Ich hatte mal einen. Aber man hat ihn mir weggenommen. Jemand kam und hat ihn mir weggenommen. Ich bin nur eine arme alte Frau. Liegen Sie bequem, Lady Warren. Ich denke, Sie brauchen noch ein paar Kissen. Ich brauche keine Kissen. Oh doch, das kann nicht schaden. Ja, was ist denn nur mit Ihren Kissen los? Es ist ja voller brauner Flecken. Ich musste diese Pflegerin mit ihrem Schlafmittel austricksen. Warten Sie, ich gebe Ihnen ein neues. Nein, nein. Lassen Sie das Kissen hier. Ich brauche kein Kissen. Das stört mich nicht. Oh doch. Ich weiß, dass Sie das nicht wollen. Ich weiß, dass Sie den Revolver darunter versteckt haben. Sehen Sie? Ich hatte recht. Gib ihn mir zurück. Es kommt wieder Sturm auf, siehst du? Es wird dunkel im Zimmer. Ja, tatsächlich. Es ist wirklich dunkler geworden. Vielleicht hat sich jemand an den Gasleitungen im Keller zu schaffen gemacht. Ach was, ist das Sturm? Nein, es ist das Gas. Ich werde hinuntergehen und nachsehen. Nein, geh nicht. Doch. Geh nicht. Ich werde gehen. Geh nicht. Nein, nein. So? Oh, Professor, wie gut, dass Sie die Gasleitungen wieder aufgedreht haben. Ich dachte schon... Was dachten Sie? Dass sich hier unten jemand anderer an den Leitungen zu schaffen gemacht hat. Jemand anderer? Ja. Aber wie ist das denn möglich? Wegen der Orgelmusik, meinen Sie? Ja. Wissen Sie nicht, womit mein Vater so viel Geld verdient hat? Hat eine Menge Dinge erfunden, weniger wichtige, aber auch wichtige, zum Beispiel diese Walzen, die mechanisch die Orgel betätigen können, ohne dass überhaupt jemand darauf spielt. Das ist das perfekte Alibi. In der Pflanzung heute Nachmittag sind Sie mir noch entwischt. Dann waren Sie die Gestalt, die hinter dem Baum auf mich gewartet hat. Wie sind Sie nur ins Haus gekommen? Na egal. Jetzt habe ich sie. Alles, was ich brauchte, war ein bisschen Geduld, um dabei zuzusehen, wie nach und nach der Weg für mich freigeräumt wurde. Dann sind Sie... Ich musste natürlich hier und da ein bisschen nachhelfen. Das war schon eine Herausforderung für mich. Zum Beispiel, was diese Schwester angeht. Haben Sie sie auch? Nein. Sie liegt nur gefesselt und geknebelt unter ihrem Bett. Sie wird bezeugen, dass sie von hinten angefallen wurde und ich die ganze Nacht unter dem Einfluss des Schlafmittels stand. Allerdings, die Sache mit meinem Schal gefällt mir nicht. Haben Sie zufällig eine Ahnung, wo er stecken könnte? Allerdings. Soll ich ihn holen? Nein, Sie bleiben hier. Das erledige ich später. Endlich habe ich sie allein. Aber warum? Ich sagte Ihnen doch schon, dass das Leben im Allgemeinen total überschätzt wird. Vor allem ein so unnützes Leben wie Ihres. Kommen Sie mir nicht näher, ich warne Sie. Außerdem bin ich erblich belastet. Als ich ein Kind war, wurde ich zufällig Zeuge, wie mein Vater hier auf der Treppe
einem Dienstmädchen die Kehle durchschnitt. Damals war ich verstört. Aber Jahre später trug dieser Samen seine Früchte. Es macht mir Spaß zu töten. Und immer wenn ich es tat, habe ich zuvor die Tür des Musikzimmers verschlossen und die Walze angestellt. Wenn du stillhältst, wird es ganz schnell gehen. Nein. Bleiben Sie stehen, oder ich schieße. Noch einmal wirst du mir nicht entwischen. Oh. Du hast das für mich getan, Ellen. Es tut mir leid, Lady Warren. Nichts deutete darauf hin, dass der Sohn das Erbe seines Vaters übernehmen würde. Aber dann begannen diese Morde. Und sie kamen immer näher. Ich wollte das lange nicht wahrhaben. Aber als Jenny Owen gefunden wurde, wusste ich, wer der Mörder war. Aber ich bin schwach. Ich habe es immer wieder aufgeschoben. Niemand tut sowas gern. Nein, niemand tut sowas gern. Geh, Kindchen, öffne die Tür. Das wird dein Doktor sein. Aufgehört. Und der Regen auch. Es wird schon hell, sehen Sie? Ja. Eine lange Nacht liegt hinter Ihnen. Sehr lang. Und am Morgen kann man gar nicht glauben, wie lang diese Nacht war. Ich glaube, es wird ein wunderbarer Tag werden. Die Wendeltreppe. Hörspiel von Regina Arendt.